Hallo und herzlich willkommen zurück zum Skispringen. Wir sind in Lillehammer unterwegs bei der nordischen Skitournee, beim dritten von vier Springen. Wir haben super Windverhältnisse, bedeutet, wir können wieder Schanzenrekord springen. Ich zeige euch das einmal exemplarisch anhand von Severin Freund im gelben Trikot, wie weit wir schon mit Stufe 2 kommen. Also Anlaufstufe 2, Anlaufluke 2. Super Windverhältnisse, eigentlich überhaupt gar kein Wind. Sieht man schon, da kommt man weit hin. Generell mag ich diese Schanze extrem gerne. Allein das Stadion ist schon so geil gemacht. Auch wenn es nicht wie so ein Hexenkessel aufgebaut ist, es sieht einfach cool aus. 113 Meter. Das als Luke 2. Wir kriegen ja noch zwei Luken oben drauf. Dann im zweiten Durchgang. Wir gewinnen auch den Probedurchgang vor Roald Jokkelsøy. Quasi norwegisches Heimspiel. Sigurd Pettersen nur auf Platz 6. Das wird er aber, denke ich mal, noch verbessern. Und jetzt geht es direkt aus Luke 3. Ich denke mal auch Richtung 120 Meter. Ja, der war dicht dran. Das waren genau 120. Aber dann mit natürlich kein neuer Schanzenrekord. So, wie gesagt, silberner Anzug bedeutet inzwischen Andy Wellinger. Muss man sich dran gewöhnen. Das gelbe Trikot hat ja Severin Freund. So können wir die beiden noch ganz gut unterscheiden. Richard Freitag ist ja immer noch in wunderschönem Rosa unterwegs. So, jetzt mal schauen, ob er die rote Linie überfliegen kann. Das war etwas kürzer sogar. Er hat 18 Meter. Gute Haltungsnoten, aber es reicht nicht ganz, um an Andy Wellinger ranzukommen. Die Animationen der Zuschauer sind so blöd. So, da war Primož Peterka diesmal der beste in PC. 107,6 Punkte, gar nicht mal so schlecht. Und jetzt der Führende im Gesamtweltcup, auch als letzter im ersten Durchgang. Die Landung war schlecht. Boah, da bin ich richtig verwackelt hin, aber immerhin neuer Schanzenrekord. Aber ist das auch die Führung, weil die Haltungsnoten, 4 Punkte haben wir da verloren. 4 Punkte sind ca. 2 Meter. Ne, 0,3 Punkte hinter Wellinger. Das reicht leider nicht ganz. Aber immerhin neuer Schanzenrekord. Und den werden wir jetzt natürlich, denke ich mal, dreimal in Folge knacken. Mindestens 121,5 sind es jetzt. Da springen wir jetzt in das Feuerwerk rein, was ich immer sehr schön finde. Für Skispringer bestimmt ein Traum, durch irgendwelchen Rauch zu springen, der vom Feuerwerk verursacht wurde. Ja, der war gut. Aber ich dachte eigentlich, dass es noch weitergeht. 123 Meter ist in Ordnung. Aber ich dachte jetzt echt, das ging noch weiter. Der Absprung war perfekt. Ich weiß nicht, woran es gescheitert ist. Am Anzug könnte es liegen. Aber ansonsten war das doch eigentlich alles ziemlich gut. Naja, also 20 Punkte Vorsprung vor Sigurd Pettersen, der dann doch wieder der beste NPC geworden ist. Severin Freund, aber wie gesagt, ich dachte echt, da 125 sind mindestens drin. Mal schauen, vielleicht waren die Bedingungen auch nicht so gut. Oh, ja, der war etwas früh. Aber das müsste aber 20er Noten geben, und zwar 5 Stück. Ach, eine 19,5, aber das war ja perfekt im Flug. Auch nochmal etwas weiter, obwohl der Sprung vom Absprung her natürlich nichts war. Verdammt. Da noch einen perfekten Absprung hingezaubert und dann wäre es nochmal 2-3 Meter weitergegangen. So, Andy Wellinger. Das Ziel ist jetzt natürlich nochmal 125,5 zu toppen. Vom Material her sollte das kein Thema sein.
Boah. Das gibt's doch nicht. Wieder der Fehler, wie sonst auch so häufig. Bei perfektem Absprung geht's zur Seite weg. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe langsam nicht mehr das Gefühl, dass das an mir liegt. Weil ansonsten, wieso nur bei perfektem Absprung? Ich meine, ich mache ja nichts anderes dann. Nicht so, dass ich vor Freude dann die Arme hebe und rumhüpfe. Na, das war ja gar nichts im zweiten Durchgang. Trotzdem hätte es noch gereicht. Nee, Roa Jockelsoy war besser im zweiten Durchgang. Aber Sigurd Pettersen haben wir trotzdem geschlagen. In beiden Sprüngen ebenfalls. Aber das kostet natürlich Punkte. In der Gesamtwertung ist jetzt Severin Freund wieder weggezogen. Fast 100 Punkte Vorsprung. Richard Freitag kommt etwas näher ran an Andy Wellinger. In der nordischen Tournee sind es weiterhin 7 Punkte Vorsprung. Da hat es jetzt auch wieder gedreht. Weil da Andy Wellinger eigentlich auch vorne war. Aber da sind es jetzt 8 Punkte Rückstand. Dann gibt es jetzt gleich noch ein Springen. Mal schauen, wo das ist. Wahrscheinlich auch wieder, ich tippe mal auf Oslo. Bin mir aber nicht sicher. Ja, geht nach Oslo, geht wieder nach Norwegen. 126.000. Das müsste doch jetzt reichen. So, die nehmen wir auf jeden Fall wieder in Blau. Gibt es nicht noch blauer? So ist doch noch blauer. 119.000. Und dann hat er natürlich jetzt auch nochmal einen kleinen Ausrüstervorteil. Wellinger und Freund mit richtig gutem Material unterwegs. Und wir haben schönen Aufwind in Oslo. Also, Schanzenrekord. Haben generell ein bisschen Glück mit dem Wind jetzt in dieser Phase. Also ganz selten, weil das ist wie damals, wo war das? In Oberstdorf, wo der Wind so richtig ekelhaft von der Seite reingepfiffen ist. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Aber Oslo ist ein cooles Springen. Der gute Holmenkollen. Wo ja dann auch immer die Langlaufwettbewerbe rundherum stattfinden, wenn man dann vom König empfangen wird, weil ich ja von dem royalen Scheiß überhaupt nichts halte. Kann man gerne abschaffen, die ganzen Monarchien. Braucht doch kein Mensch mehr. So, was sollen wir machen? Ich tippe mal auf Weitspringen. Ja. Da geht es dann auch immer hier so etwas bergiselmäßig auf der anderen Seite hoch. Boah, dreimal die 20. Und der Hubschrauber, er fliegt durch den Mast einfach mal durch. Ist vollkommen in Ordnung. Können wir mit leben. 107,5 Meter Aufgabe haben wir gelöst. Und wie gesagt, Schanzenrekord ist sowas von fällig in Oslo. Den halten wir ja selber mit 117 Metern. Ja, knapp an der 80 gescheitert bei der Sprungkraft. Der BMI, wie gesagt, wenn man guckt, man einmal weg, sind die am Fressen, die Jungs. Ja, er verdient aber auch ordentlich. Richard Freitag 45.000. Nehmen wir doch ein wenig mit Herrn Andrösen. Zwischen 95 und 100. Nun gut. Wenn unser Trainer das so möchte. Dann machen wir das natürlich. Die Wetterbedingungen sind auch super. Kein Schnee, nix. Sonne scheint. Man sieht hier, wie der Schnee glitzert. So, Absprung machen wir mal keinen. Damit wir nicht zu hoch in der Luft sind. Das hat sich, glaube ich, auch bewährt, weil wir genau in der Mitte gelandet sind. 97,5. Dafür müsste es eigentlich nochmal extra Punkte geben. Wenn es da nochmal so Abstufungen gäbe, wie Gold, Silber, Bronze, dass man dann mehr Punkte bekommt, das wäre echt cool. So, jetzt schon über 80 in der Sprungkraft. Wir müssten glatt mal in der Nachwuchsliga mit den Jungs hier antreten, dann könnten wir immer aus Luke 4 starten. So, Andy Wellinger hat ja schon fast perfektes Material, da schauen wir dann gleich mal, was wir, beziehungsweise können wir direkt mal machen, wie viel denn der perfekte Helm kostet. 69.000. Alter Schwede, ist das teuer. Die Brille, da die perfekte Brille, 13.000. Boah, diese Unterschiede, unglaublich. Dann kaufen wir doch mal die Brille. Wird bestimmt richtig viel ausmachen. Aber wenn wir erstmal das perfekte Material haben, dann auch den perfekten Trainer bei allen Jungs,
Dann können wir, denke ich, mal beim Skispringen, Skifliegen vor allem auch mal die 200 Meter knacken. Das haben wir bislang ja noch nicht geschafft. Aber es kommen ja noch zwei Skiflug-Springen in Planica, glaube ich. Das ist auch eine über Hillsize über 200 Meter Schanze. Und wir kommen hier aus Luke 2 ja schon an die rote Linie ran. 107 Meter. 117 ist der Schanzenrekord. Den sollten wir eigentlich locker knacken können. Trainingsaufgabe haben wir auf jeden Fall gemeistert. Jetzt mit der neuen Brille natürlich auch nochmal überhaupt gar kein Problem. So, da haben wir das Training wieder hinter uns und jetzt geht's nach Oslo und da möchte der gute Primož Peterka nochmal mit uns wetten. Geht's natürlich auch noch um die nordische Tournee, aber vor allem um den Schanzenrekord. Das ist am wichtigsten für uns. So, die drei Springen lassen wir mal weg. Sprünge, nicht springen. Da hinten ein schöner Heißluftballon. Ja, ganz nett gemacht. Alles wie gesagt für 2007 war das tipptopp. So, und jetzt Schanzenrekord. Auf geht's. Boah, wird das noch weit gehen im zweiten Durchgang? Das war sogar schon Schanzenrekord. 117,5. Ich weiß nicht, wann wir hier das letzte Mal in Oslo gesprungen sind, aber 117 Meter war damals, glaube ich, gar nicht so schlecht. Mal schauen. Das war aber nicht perfekt, weil da, zack, leichte Seitenlage. So, jetzt Andy Wellinger. Guckt etwas unmotiviert nach links. Keine Ahnung, was er da sieht, aber naja, konzentrier dich mal, Junge. Ja, der war noch mal besser. Ein Meter weiter. Haltungsnoten nicht ganz so gut, aber es reicht trotzdem für die Führung. Da ist eine Frau geschlachtet worden, gerade wie man im Hintergrund gehört hat. Vollkommen okay. In Norwegen ist das so. Gerade um die Uhrzeit. So, 0,3 Punkte. Trotz einem Meter weiter. Jetzt kommt Richie Freitag, der wahrscheinlich nicht so weit springen wird. Ich finde gut, dass die Ausrüstung echt so einen Unterschied macht. Ja, am Arsch, der springt ja nochmal weiter. Der hat 19,5 Meter. Ha, Richie zeigt's allen. Natürlich auch mal ein bisschen unfair, dass er meistens als Letzter springen darf, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dann bleibt es eng zusammen. Weil je häufiger ich hier runterspringe, desto besser wird es ja in der Regel. Aber relativ knapp die Abstände. Also da müssen wir aufpassen. 257,8 Punkte. Alter Schwede. Jetzt müssen wir aber schon einen rauskloppen. Bedeutet, es geht sehr weit. Wo war der denn jetzt? 126 Meter. Hat 38,8 Punkte und er war trotzdem nicht perfekt. Ja, Start des Landemanövers, es war zu früh. Das ist aber auch ein bisschen schwierig, dann je weiter es runtergeht, desto schwieriger sieht man, wann denn der Boden überhaupt kommt. Und da war wieder der Schrei der Frau gerade. Uiuiui, nur 5 Punkte Vorsprung. Enges Höschen. Also wir müssen auf jeden Fall diese Weite springen. Ansonsten wird es nichts mit dem Sieg. Beziehungsweise mit einem Dreifachsieg. So, diesmal bin ich später gelandet. 126,5. Nochmal ein bisschen besser, auf jeden Fall die Führung für Andy Wellinger. Die Mädels da hinten dancen im Rhythmus. Das
So, der war eigentlich richtig gut. Also hier muss man schon das Beste springen, um zu gewinnen. Das ist ja mal erfreulich. So, Richard Freitag, schaffst du es nochmal, so einen rauszuhauen wie im ersten Durchgang? Der war echt sensationell. 125 Meter müssen auf jeden Fall her. Boah, wo geht der denn schon wieder hin? 129,5 Meter. Also der Schanzenrekord vorher nochmal für alle war 117. Den haben wir pulverisiert. Unglaublich. Auch wieder Top-Werte, Absprungkraft war super. V-Stellung im Flug war nicht perfekt. Aber das war super Springen. Das hat richtig Spaß gemacht. Mal schauen, damit ist nämlich auch die nordische Tournee zu Ende. Im Gesamtweltcup rückt es wieder etwas näher zusammen. Das ist auch gut so. Dann haben wir nochmal ein bisschen Spannung hinten raus. Und vor allem fängt es genau jetzt an zu ruckeln. Das wäre ärgerlich gewesen, eben bei Richie Freitag, wenn es da passiert wäre. Das ist aber ein Mega-Ruckler hier. So, wow, alles dicht zusammen am Ende. 2,2 Punkte Vorsprung hat Richard Freitag, der dann noch die nordische Tournee gewinnt. Severin Freund wird Zweiter, Andi Wellinger nur Dritter. Aber cool, dass Richard Freitag da jetzt doch mal ein bisschen was aufholen kann. Und vielleicht bekommen wir auch mal die nächste Powerstufe, das wäre auch schön. Und laute Musik bekommen wir und Motivation plus 3. Ja, das läuft doch super. Und jetzt geht's zum Skifliegen. Mal schauen. Der Tourkalender. Dann haben wir die nordische Tournee quasi hinter uns. Ups, da sind wir ja schon hier. Ach so, das war's dann schon. Das sind die letzten zwei Weltcup-Springen. Und eben auch der Abschluss der Skiflug-WM. Dann machen wir das jetzt noch in der Folge. Ich will das jetzt gar nicht splitten, dann wird die Folge heute ein bisschen länger. Och, Seitenwind. So richtig starker Seitenwind. Ne. Ausgerechnet jetzt beim Skifliegen. Boah, das ist eklig. Da hätte ich mir jetzt ruhige Windverhältnisse gewünscht, aber schaut euch das an, das wird richtig schwierig. Boah, da bremst auch direkt mal den Ski weg. Kommen wir überhaupt dahin? Boah. Boah, das wird eklig. 159,5. Sollten wir nicht 160 springen? Gute Haltungsnoten für das Gehampel da in der Luft. Nee. Naja. Können wir mal verkraften. Aber gut ist das natürlich nicht. Laute Musik! Boah, ordentlich Geld. 82.500, sauber. Da wird er bald auch ausrüstungsmäßig wieder nachrüsten können. Machen auch hier extra. Ja, natürlich zwischen 164 und 170. Klar, kein Thema. Und dabei balanciere ich noch eine Erbse auf meiner Nase. Also, manchmal haben sie echt einen Arsch auf. 185 Meter ist der Schanzenrekord. Mal schauen, ob wir den knacken können. Bei den Windverhältnissen wird es schwierig. Vor allem, was sollen denn die amerikanischen Sterne da drauf? In Planitzer. So. Mal schauen. Wir müssen eigentlich einfach so weit springen, wie es geht. Weil 164 Meter ist schon recht optimistisch. Das war doch wieder zu kurz, oder? 162 Meter, aber weiter geht's auch gar nicht. Ich hasse Skifliegen mit solchen Bedingungen. Ich hoffe mal, dass wir das zweite Springen dann wenigstens mit guten Bedingungen bekommen. Ja, 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 so ein Pech, so ein Tag, so scheiße wie heute. Manno. Laute Musik. Ja, 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 wir nehmen alles. Stimmt, da können wir nochmal in den Shop gehen. Wie kosten denn die teuersten Handschuhe? 2.500, die können wir uns auch leisten. Schuhe sind wahrscheinlich wieder etwas teurer. Ne, nur 6.300.
Bindungen. Ja, ich habe ja Bindungsängste, von daher nehme ich mal die hier. Und Masken. Achso. Ach, gar keine. Maske 6 kostet 3200. Die färben wir aber natürlich nochmal Gold. Dann kaufen wir uns die. Und dann ist der Junge eigentlich perfekt ausgerüstet, bis auf den Helm, der aber auch arschteuer ist. Dann ist er jetzt natürlich ziemlich im Vorteil. Mal schauen, was es bringt. Wir können das ja immer mal so ein bisschen austesten, wo die Unterschiede dann tatsächlich liegen. Und die perfekten Skier, die müsste ich halt selber mal freispielen. So. Jetzt habe ich nicht geschaut, was wir machen müssen. Bestimmt wieder irgendwo zwischen 160 Meter landen. Boah, dieser Wind. Nee, wir dürfen anscheinend so weit springen, wie wir wollen. Boah, ist das ätzend. Ist das ätzend. Jetzt haben wir bestimmt die 164 geschafft. Natürlich. Natürlich. Lag alles an der Maske, an den Bindungen, an den, ach was weiß ich, an dem Schlüpper, den wir ihm jetzt noch geholt haben. Der aerodynamische Ultraschlüpper. So, dann können wir hier bei den Werten noch ein bisschen nachlegen. Da fehlt es nämlich. So, und dann geht es jetzt zur Skiflug-WM, zum Finale quasi. Minus 2100 sind wir. 185 Meter der Schanzenrekord, das ist möglich, aber kommt jetzt ganz auf die Windverhältnisse an. Der Wind pfeift von der Seite rein, den Probedurchgang lassen wir auf jeden Fall weg. Da habe ich nämlich jetzt keine Lust drauf, da nochmal drei Sprünge bei den Bedingungen runterzusetzen. Wir sehen schon, was für Probleme die Springer hier haben. 56,5. Planitzer ist echt eine Schanze, wo du 200 Meter springen kannst. Absprung nicht perfekt. Boah, ist das fair. Alter Schwede. 178,5 Meter immerhin. Gute Haltungsnoten, 111,7 Punkte. Ich glaube, dass das gar nicht mal so schlecht war. Aber es geht besser. Definitiv. Gerade mal schauen. Ja, Absprungkraft war nicht gut. Aber hat natürlich auch weniger Zeit beim Schanzentisch, weil es schneller geht. Man fährt da mit mehr Geschwindigkeit hin. So. Jetzt an die Wellinger. Deutlich kürzer. Deutlich, deutlich kürzer. Ich weiß nicht, woran es lag. Weniger Aufwind, weniger guten Wind. Ja, das war schwach. Aber ich wüsste jetzt nicht, woran es liegt. Nee. Balance bei der Landung, ja, aber das hat ja nichts mit der Weite zu tun. Balance im Flug war 90,4. Nicht so gut wie eben. Aber das lag eher am Wind, dass die Balance nicht so gut war. Hm. Boah, da geht der Ball gleich rechts zur Seite. Ich tippe mal, dass das aus der Luke 3 das Maximum war, was ich rausholen kann. 182,5 Meter, aber was für Unterschiede. 13,5 Meter zwischen unseren Springern. Da ist Andreas Wellinger auch mit dem Sprung nur Fünfter. Da ist er hinter Sigurd Pettersen und Roald Jockelsøy. Da muss im zweiten Durchgang jetzt was kommen. Da müssen eigentlich die 185 Meter fallen. So, Konzentration. Nee. Nee, nee, nee.
Nee. Das war vom Absprung weg scheiße. Das läuft nicht wirklich gut mit Andy Wellinger, aber wirklich schwere Verhältnisse. 105 Punkte reicht für die Führung. Ja, aber Sigurd Peters, Primož Peterka ist da deutlich stärker. So, Severin Freund. Jetzt haben wir Andy Wellinger hier gepimpt bis zum geht nicht mehr und es bringt gar nichts. Da wollte ich unbedingt die 185 haben. Das läuft nicht gut. Aber es müsste trotzdem noch die Führung sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Na. Nee. So. Jetzt müssen wir jetzt unsere Siegessträhne auf dem Spiel. Richard Freitag muss es retten. Er muss es retten. Weiß auch nicht, ob sie 185 waren, aber der Sieg ist es. 184 Meter, naja. Naja. Das war jetzt nicht ganz die allerhöchste Schaffenskunst. Ich hoffe, dass wir jetzt beim zweiten Springen in Planica bessere Verhältnisse bekommen. Ich spiele jetzt auch schon wieder etwas zu lang, dann lässt die Konzentration eh mal ein bisschen nach, aber das war schwach. Ich meine, das, was Richard Freitag da gebracht hat, sollte eigentlich Standard sein. Wir schauen uns mal den Weltcup an, jetzt wird es doch nochmal eng. Es sind 44 Punkte nur noch. Andy Wellinger ist, denke ich mal, raus aus dem Rennen. Der war ja eigentlich der Verfolger. Richard Freitag gewinnt jetzt hier ohne Ende. Zweimal in Folge. Jetzt gut, kommt nur noch ein Springen. 44 Punkte. Severin Freund muss mindestens Dritter werden. Und für die Skiflug-WM bedeutet das, ja, da hat Severin Freund jetzt die Führung deutlich eingebüßt, nur noch 8 Punkte. Andreas Wellinger 6 Punkte. Yes, neue Powerstufe, sauber. Können wir mal nochmal 10 drauflegen. Das bringt natürlich jetzt gerade fürs Skifliegen nochmal ordentlich was. Geht auch nochmal hoch. Hier nochmal ein bisschen gewachst. Im Shop können wir nochmal schauen. Dann können wir nämlich auch noch die neuartigste Brille uns zulegen. Oh, die kostet 13.000. Ja, dann nehmen wir uns nur die Brille. Und gehen dann ins Training. Und jetzt, Achtung, jawohl. Aufwind, leichter Aufwind von vorne. Ach, herrlich. Herrlich, deswegen sollen wir jetzt auch gleich mal 167 Meter aus Luke 2 springen. Mal schauen. Jetzt können wir aber 185 springen. Ich will diesen Schanzenrekord von Janne Ahonen da weg haben. Der nervt mich. So, jetzt geht's doch schon viel schöner. Ach ja, ist das schön. So, so mag ich Skifliegen. Wenn man dann am Hang so richtig nochmal hochkatapultiert wird, vom Hang weg. In Anführungszeichen nur 171 Meter. Vorhin haben wir nicht mal 164 locker geschafft. Also noch nicht mal geschafft. Jetzt haben wir 171 locker geschafft. Also. Das sind schon große Unterschiede. Weil natürlich jetzt auch nochmal mit besseren Powerpunkten. Darf man auch nicht vergessen. 86,3 Motivation, also der Typ ist übermotiviert. Na, Richard Freitag kriegt keine 9 Punkte. So, der nächste Sprung. Jetzt habe ich nicht geschaut, was wir machen müssen. Na egal, wir springen einfach mal so weit, wie es geht. Wir können ja unten
dann abbrechen. Da fliegt man ja relativ schnell. Ah ne, da haben wir es gesehen. Also wir sollen wieder in einen weiten Bereich springen, der aber, glaube ich, relativ groß deklariert war. Boah, wie geil das werden wird im zweiten Durchgang. Das wird ein krönender Abschluss des Weltcups. 161,5 Meter. Da machen wir auf jeden Fall auch den Probedurchgang gleich. Da freue ich mich jetzt drauf. Weil wie gesagt, dieses Seitenwindspringen, boah, ätzend, ätzend. Macht echt keinen Spaß. So, 8000, 6000, 3900. Der Mann ist ja schon ausgerüstet, der muss jetzt nur noch auf den neuen Helm hinarbeiten. Eine Powerstufe hat er auch nicht bekommen. Mal schauen, vielleicht dürfen wir jetzt mal so weit springen, wie es geht. Jawohl, 67 Punkte. Mal schauen. Ob wir an die 180 rankommen, schon aus Luke 2. Vor allem muss ich mich jetzt mal an den Schanzentisch gewöhnen, weil den Absprung habe ich bislang noch nie so richtig gut getroffen. Ja, der war an die 180. 180,5. Dreimal die 19,5. Gute Noten. Also, soweit sind wir ja eben gerade mal mit zwei Luken mehr Anlauf gekommen. 200 Meter sind drin, würde ich mal jetzt behaupten. Zum Saisonabschluss wäre es natürlich ein Traum. Allein als Folgentitel. Ach komm, wir machen jetzt nochmal hier Fitness. Und dann geht's in den letzten Wettkampf der Saison. Die Entscheidung im Gesamtweltcup, in der Skiflug-Weltmeisterschaft und natürlich der, ob es der erste 200-Meter-Sprung werden wird. Da bin ich sehr gespannt. Und wie gesagt, wir machen die Probesprünge jetzt auch noch mit, um nochmal ein besseres Gefühl für den Schanzentisch zu bekommen. Da war die Luftfahrt nicht perfekt. Der Absprung war super, aber da haben wir in der Luft ein bisschen was verloren. Da war die Balance nicht so gut. So, trotzdem 111,1 Punkte, 10 Punkte Vorsprung. Dann machen wir auf jeden Fall jetzt noch einen Probesprung mit Richard Freitag, der ja sich weiter vorarbeitet und tatsächlich wieder Chancen hat auf den Gesamtweltcup. Aber er muss heute auf einen Patzer von Severin Freund hoffen. Der war oben nicht so gut, da wir aber dann besser im Flug. 179 Meter, fast dieselbe Punktzahl. Und ich denke mal, wir haben auf die Schanze jetzt ganz gut drauf. Dann gehen wir jetzt mal eine Luke höher. Und dann müssten die 185 eigentlich schon locker drin sein. So, jetzt komm. 200 Meter schaffen wir jetzt noch nicht aus Luke 3, aber 190 ist das Ziel. Boah, Alter, 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 Alter. Scheiße, wo ging der denn hin? 197 Meter. Aus Luke 3. Krass. Ja, da kann man jubeln. Also 197 aus Luke 3 hätte ich nicht gedacht. Auch ganz knappe Führung. 27 Punkte Vorsprung. Der war super. So. Weiß nicht, ob wir das jetzt nochmal toppen können. Mit Andy Wellinger.
Nee. Bei weitem nicht. Bei weitem, weitem, weitem nicht. 184,5, nicht mal 185. Das war gar nichts. Hat man aber schon direkt oben gesehen. Da hat er nicht so an Höhe gewonnen wie Severin Freund. Da war er vielleicht etwas schief in der Luft. Balance im Flug war nur bei 92,7. Gerade nochmal schauen. Ich meine, da wäre es irgendwie ja ein bisschen weit, ein bisschen viel korrigiert. Aber das sind ja 15 Punkte Unterschied. Auch für die Skiflug-WM ist es gut. Wellinger ist eh nur Dritter bei der Skiflug-WM. Er bricht hinten raus ein bisschen ein, Andi Wellinger und jetzt Richie Freitag. Aber ich meine 197, nee. Damit hat Severin Freund auch den Gesamtweltcup gewonnen. Das war wieder der Effekt mit der blauen Linie. Da will man dann immer zu weit fliegen. 194,5 ist natürlich super, reicht auch für Platz 3 gerade noch so. Trotz Sturz ist er dicht an Andi Wellinger dran. Aber ist natürlich schade jetzt mit dem Sturz. Und damit kann man sagen, Severin Freund gewinnt den Gesamtweltcup. Und ich denke auch die Skiflug-WM. So, jetzt rehabilitieren im zweiten Durchgang, Stufe 4. 200 Meter, das ist das Ziel. Boah, im letzten Moment gelandet. Aber die blaue Linie war dicht. 196,5 nur. Da 32,8 Punkte. Alter Schwede. Wer hat denn da so viele Punkte gemacht? Naja, gut, die rote Linie war, die blaue Linie war jetzt ein bisschen merkwürdig, aber nur 196,5 mit Richard Freitag. Jetzt kommt Andi Wellinger, der wirklich mal einen raushauen muss. Ist die Gesamtwertung jetzt egal? Ich will aber auf jeden Fall über 200 Meter springen. Das waren doch auch keine 200 Meter. Auch 196,5. Neue Bestwertung, 3x die 20. Es bleibt nur noch Severin Freund um die 200 Meter. Der letzte Sprung der Saison. Schaffen wir die 200 Meter oder nicht? Das wäre jetzt echt bitter, weil die Bedingungen gut sind. Wellinger auch vor Freitag. So, auf geht's, Severin. Yes. 204,5. Jawohl. 20 Meter über K-Punkt. Und da waren auch noch ein paar Wackler drin. Da war zwar einmal kurz Seitenwind, aber yes. Keine Ahnung, warum Severin Freund hier so viel besser springt. Aber sehr geiler Sprung. Wenn man da so hoch in der Luft ist, das ist schon richtig geil. Wie hoch der jetzt in der Luft steht. Ach, die scheiß Bäume. Zack, und er landet ja quasi da unten in der Ebene. Ja, Start des Landemanövers kann mir, glaube ich, keiner Vorwürfe machen, bevor ich da stürze. Alter Schwede, 204,5 Meter. Und damit Gesamtweltcup für Severin Freund vor Richard Freitag und Andi Wellinger. Skiflug-WM für Severin Freund vor Richard Freitag und Andi Wellinger. Da tut sich also nichts mehr. Severin Freund, der Dominator dann quasi der Saison. Vier-Schanzentournee ging an Andi Wellinger. Aber ansonsten doch alles sehr ausgeglichen. Da sehen wir selbes Podest. Und jetzt gibt es gleich nochmal viel, viel laute Musik zum Saisonabschluss quasi. Beziehungsweise jetzt beginnt ja der Sommer-Grand Prix. Da gibt es nochmal ordentlich Punkte. Und mindestens 200 Meter weiter haben wir zum ersten Mal geschafft. Damit gibt es auch noch einen neuen Helm, den wir freigespielt haben. Aber den maximalen Helm hatten wir ja eigentlich schon. Den brauchen wir gar nicht.
saubere Leistung. Und wie gesagt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es zum wunderschönen Ort Hinterzarten. Das ist einfach ein Traum. Huch. Und da beginnt dann quasi der Sommer-Grand Prix. Da bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht. Kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Da werden wir dann je 2x4 Springen machen. Hinterzarten, Predazzo, Courchevel. Und dann geht es nach Zakopane, Innsbruck und Hakuba. Da werden wir uns dann sehen. Aber das wird erst morgen sein. Und wie gesagt, danke fürs Schauen. Und jetzt haben wir doch tatsächlich zum Ende der Saison mit dem allerletzten Sprung noch den 200-Meter-Satz gemacht. Ich würde sagen, ein würdiger Abschluss unserer Wintersaison. Und dann kann es jetzt zur Saisonvorbereitung für die nächste Saison im Sommer gehen. Bis dann.